Die Roten Teufel und vor allem Chris Stanley haben sich richtig in Playoff-Stimmung geschossen. 9:1 gegen Rostock, Platz 1 in der Vorrundengruppe der Aufstiegsrunde übernommen. Der Bad Nauheimer Kapitän nach 4 eigenen Toren natürlich bester Dinge. Wir wollen auskommen mit einem starken Spiel für Heimzuschauer. Die letzten 2 Heimspiele waren nicht so gut, aber heute wir wollen ein guter Start, ein guter Beginn. Und ich glaube, wir hatten ein gutes Spiel heute. Als Chris Stanley bereits nach 5 Minuten zum 2:0 traf, waren die Weichen für einen Kantersieg gestellt. Auch Harry Lange, Brad Miller, Michael Maaßen und Daniel Oppolzer konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Trotz aller Euphorie dauert die Aufstiegsdiskussion weiter an. Die Frage, ob es einen gültigen Vertrag zwischen der zweiten Liga und den Oberligen gibt, wird inzwischen von Anwälten geprüft. Das Schreckensszenario, bei einem sportlichen Aufstieg trotzdem nicht eine Spielklasse höher zu rücken, versuchen die Spieler weitgehend auszublenden. Wir haben unser Fokus auf die Eis hier. Wir wissen, was passiert da oben. Macht nichts mit uns. Wir haben direkt Fokus auf die Eis mit Frank, mit der ganzen Mannschaft. Wir wollen nun spielen. Nicht der einzige Nebenkriegsschauplatz. Der EC hat sich bei der Stadt Bad Nauheim offiziell entschuldigt für die Äußerungen seines Trainers Frank Carnevale. Der hatte öffentlich zu wenig Trainingszeiten und mangelndes Entgegenkommen der Stadt kritisiert. Der Kapitän sieht's gelassen. Ich mag das, das ist okay für mich. Ich bin 33 Jahre alt und ich mag zweimal auf Eis. Wir brauchen Arbeit auf. Und wir brauchen Eiszeit für das. So, ja, wir kommen in ein wichtiges Ende für die Saison. Und, das ist egal. Also zurück zum Sportlichen. Soll's in einer Gruppe mit Lokalrivalen Frankfurt denn nun Platz 1 bleiben? Ja, vielleicht. Wir wollen ein oder zwei. Und es ist immer gut. Wir enden in den ersten Platz. Aber ja, die nächste Goal ist Top 2. Das ist alles, was passiert. Wir wollen im Playoffs bekommen. Und das ist scheißegal. Kommendes Wochenende geht es für die Roten Teufel erst nochmal gegen Saale und Rostock. Danach stehen die beiden Derbys gegen die Löwen an.